So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Unboxing-Video. Und zwar stelle ich diesmal das Deck vor Chaos. Ja, das ist das letzte Deck, was ich euch vorstelle. Mehr Decks gibt es auch zurzeit nicht. Mehr Decks wird es auch wahrscheinlich nie geben, denn ja, es gibt halt nur vier Fraktionen, ne? Und daher wäre es doof, jetzt irgendwie noch eine neue dazu zu erdichten. Aber das reicht auch. Die vier Decks reichen völlig aus als Kern und ab dann kauft man wirklich einfach nur noch Booster und gib ihm. Und ich werde definitiv für euch dabei bleiben, denn ich bin ab der ersten Serie dabei und ich werde in der zweiten dabei sein, wenn es auf Deutsch ist. In der dritten, vierten, sechsten, zwanzigsten. Ich bin immer für euch dabei. Das Deck hier sieht nicht anders aus wie die anderen. Wir haben ein Booster-Pack dabei mit 13 Karten. Chaos-exklusive Karten. Macht Sinn bei einem Chaos-Deck. Und 38 Armee. Kampfbereite Karten, um dem Gegner in den Arsch zu treten. Ja, wir packen das Ganze wieder aus. Ich habe es wieder mal hier oben schon aufgerissen, weil das ist immer so lästig, die Verpackung rauszuholen. Wir haben hier einen Booster und zack, hier haben wir auch die Karten direkt in einem. Zack, nach da hinten. Das kommt auch nach da hinten. Booster Pack legen wir hier hin und wir zeigen einmal wieder. Natürlich seht ihr, hier ist so ein Schwert, sag ich mal, oder wie diese Schwerter von denen sind, mit diesen Knochen besetzt. Sehr nett wieder das Ganze. Es ist in Rot gehalten natürlich. Dann hier die Lebenspunkte, ist ja klar, wegen Chaos und so, ne? Also haben sie sich ein bisschen was bei gedacht. Sehen nicht ganz langweilig aus, aber hatten sie bei Yu-Gi-Oh! Oder bei Magic auch noch nie das Problem. Ja, das sah auch immer alles super geil aus. So, das machen wir später auf. Hier haben wir unser Päckchen. Hier muss irgendwo der Schniepi sein dafür. Sehr schön. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal wieder unsere. Nett unsere Marker. Die sehen dafür aber ziemlich cool aus, muss ich ehrlich sagen. Die finde ich jetzt echt geil. Und wir beginnen wieder das ganze Video. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier einen Krieger Champion. Den hatte ich aber vorhin, glaube ich, schon mal in einem Booster gezogen. Dann haben wir hier den Deathbringer. Sehr nett. Oh, wir haben einen Horror. Und wir haben einen Bloodthirst of Tyrant Fury, schlag mich tot. Wir haben, boah, der hat 10 Leben. Wir haben 14 Leben. Wir haben 16. Und wir haben 17. Wir fangen bei 30 Lebenspunkte wie immer an. Wir haben 32. 31. 30. 31. Nice. Sehr nett. Und zu rufen. Einheit, Fähigkeit, Einheit, Einheit, sehr einfach. Fähigkeit, Fähigkeit, Einheit, Einheit ist auch sehr einfach. Zauber, Fähigkeit, Zauber, Zauber, auch sehr einfach. Also wirklich, wirklich simpel zu rufen. Nice. Schaden, Einheit, Fähigkeit, Dämoneneinheit. Sehr nice zu rufen. Also wirklich, wirklich entspannt zu rufen, muss ich ehrlich sagen. So, dann haben wir die Segnungen. Berserker Rage. Wenn du 10 Lebenspunkte oder weniger hast, erhältst du zu Beginn deines Zuges einen Lebenspunkt. Erhöht sich um 1, wenn du 5 Lebenspunkte oder weniger hast. Nice, 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 nice. Sehr schöne Segnung. Dann haben wir natürlich die Segnung Heldentat. Füge deinem Gegner Kreisschaden zu, dreh diese Karte einen Schritt vorwärts. Das ist natürlich 3, 4, 4, 5. Leute, 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 Leute. Klar, ihr müsst von euren 2 Zügen immer einen quasi opfern, aber dafür gehen hier 7, 11. 16 Schaden rein, ja. Boah. So, dann haben wir hier noch die Outrage Carnage. Füge deinem Gegner 4 Schaden zu, entferne alle vorgehobenen Einheiten. Ja, nee, das ist natürlich fast. Ja, das ist ja, ne? Füge deinem Gegner zu Beginn deines Zuges 2 Schaden zu. Das ist auch schön. Das ist eine Passive. Da, erstens heilt die eine, die andere gibt dir Schaden permanent. Dann kann der eine Einheiten entfernen. Ist wirklich strong. Das Deck ist wirklich. Also, die Karten sind heftig, muss ich ehrlich sagen. So, dann haben wir wieder unsere Einheitenkarten. Ich denke mal, es sind auch wieder 13, 7, 10. Fangen wir an mit dem Twisted. Die haben wir bestimmt zweimal drin. Ja, dann haben wir Silver Blood Reaver zweimal drin. Dann haben wir Gore Slick Skull Ripper zweimal drin. Ja, die Karten sind meistens zweimal drin, wie auch in allen anderen Decks. Ist der Wahnsinn. Pack of Blood Letter. Ja, ein kleines Paket. Oh, da haben wir unseren Blood Crusher. Ah, hier haben wir natürlich unseren Juggernaut, der direkt mal 6 Schaden knallt. Nicht schlecht. Dann, oh, haben wir. Boah, jetzt dachte ich gerade, der glitzert. Nice, nice. Das ist der Krogo, was? Sehr geil. Der war ja in der alten Starterbox von dem Tabletop-Spiel drin. Dann haben wir
Achso, das waren dann schon unsere 13 Karten. Sehr schön. Sahen gut aus. Die meisten kannte ich aber schon. Scorn of Sorcery. Das haben wir zweimal. Warte, füge deinem Gegner zwei Schaden zu, erhöht sich um 3, wenn der vorherige Champion einen Zauber kontrolliert. Okay, nice. Dann noch Furious Strike. Dann haben wir Blood Feast. Zweimal. Ah, in Slaughter, die Karte kenne ich auch. Oh, die sieht heftig aus, die Karte. Entferne eine hervorgehende feindliche Einheit. Setze bis zu kreismäßige Dämonen aus deinem Deck auf den hervorgehenden verbündeten Champion ein mit der üblichen Einschränkung. Mische dein Deck und den du das. Boah, würde ich vielleicht austauschen, die Karte. Gibt's bessere? Gift of Change nach vorne. Ah, dann haben wir natürlich wieder unsere Tactical. Dann Bloodhunt. Die habe ich, glaube ich, vorhin in einem Booster gezogen. Die haben wir zweimal hier. Dann haben wir natürlich unser Mystic Schild, darf natürlich nicht fallen. Dann natürlich zweimal unser Strike wahrscheinlich. Ja, was habe ich gesagt? Und natürlich unser Brutal Smash. Ganz normal. Und natürlich zweimal Arcane Bolt. Also da tun sie sich echt nichts. Wir haben noch ein Booster Pack und wieder natürlich die ganzen Schlüsselwörter für dieses Deck. Es ist interessant, ne? Muss ich echt sagen, dass diese Karten hier sind extra immer gleich. Ja, Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Oder Magic oder so sind ja wirklich, wirklich andere Karten immer drin, ne? Ja, aber hier wirklich nicht. Hier sind die letzten paar Karten immer die gleichen. Beispiel hier, der hier, das Mystic Schild, damit fängt es an. Dann haben wir zweimal den Strike, dann den Smasher und wir haben nochmal den Arcane Bolt, der ist dann auch immer drin. Das ist sehr interessant, das ist einfach ein schönes System, was sie da gemacht haben. So regt sich keiner auf, ey, ich habe die Beschwörung oder die Viecher und du kannst das nicht, weil ich die brauche und ach, hör mal auf. Ja, das Spiel ist es einfach ein geiles Spiel, muss ich einfach sagen und ich versuche es euch einfach mal so nett und schön wie möglich rüberzubringen. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben hier noch so ein kleines Booster-Pack, das noch darauf wartet, dass wir es auspacken. Erstmal muss ich einfach nochmal sagen, ich finde es sehr cool, dass ihr alle so viel zuschaut. Ja, klar, für den einen oder anderen ist es nicht so interessant, wie wenn ich jetzt das Tabletop mache, aber das Tabletop mache ich halt auch. Aber das hier ist halt zurzeit sehr aktiv und in und ist halt neu rausgekommen. Und ihr müsst mich verstehen, dass ich einfach dazu. Naja, was aufnehme, klar, die einen oder anderen sagen, ich habe jetzt keinen, mit dem ich das spielen könnte, daher interessiert es mich nicht, so geht es mir fast auch, außer dass meine Freundin dann mit mir das natürlich spielt und ein Kumpel mit mir über Webcam quasi, über Skype. Und ja, naja, es ist halt, ne, es sind halt Karten, ich liebe halt Karten und naja, vielleicht kriege ich den einen oder anderen ja doch noch rumgerissen, um dieses Kartenspiel zu spielen. Und es gibt genug Spieler, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch rankommen, seitdem es auf Deutsch ist, die dann sich treffen oder wo es dann Gruppen vielleicht in Facebook gibt, wo man sich dann austauschen kann und und. Und ich muss einfach mal sagen, das Design hiervon ist wirklich geil. Und 3,50 € für ein Booster Pack ist völlig okay, ja, dafür, dass mindestens eine Holo drin ist. Ja gut, war bei Pokémon auch. Wir haben hier aber 13 Karten drin und nicht 10 Karten. Klar, Magic hat nochmal mehr Karten. Ich glaube, die haben sogar 15 Karten drin für 4 € dann oder so. Die Booster, je nachdem, ja, aber Yu-Gi-Oh! Hat da wirklich den kürzesten gezogen mit den 5 Karten und dann kosten die 3 € oder so die Booster. Also, ne, das ist ja nix. Das muss man sagen. Ich spiele zwar Yu-Gi-Oh! Auch, aber das ist echt nix. So, was haben wir hier? Walk Infusion. Du erhältst 3 Lebenspunkte, füge deinem Gegner 2 Schaden zu. Das ist eine nette Karte. Dann haben wir Jaws of the Dead. Das ist ein Star Drake auf dem Bild. Der ist für, wie man sieht, die Stormcast. Dann haben wir, oh, wir haben ein Fischding. Wir haben ein Elf und das ist die Garde. Sieht auch sehr gut aus. Oh, Ecke 1 und 2, hervorragende Feinde verringert sich um 1, okay. Dann haben wir Mob Rule. Sehr schön, die Karte hatte ich noch nicht. Dann haben wir natürlich den Paladin. Wir haben wieder einen Maw Crusher. Wir haben eine Skeletteinheit. Wir haben Scatter of the. Oh, das ist mal eine neue, die überall rein. Da füge deinem Gegner 2 Schaden zu. Wenn dein Gegner mehr als 7 Karten auf der Hand hat, muss er so lange Karten abwehren, bis er nur noch 7 hat. Okay, naja. Na gut, es ist zumindest cool, dass man 2 Schaden drückt. Dann haben wir Blood for the Blood God. Sehr schöne Fähigkeit. Das Karte. Wir haben Black Hunger. Nice. Schaden und Lebenspunkte durch hervorgehoben. Mordend erhöhen sich um Kreis, das heißt um 2, 4. Wow, nice, schön. Schöne Karte. Wir haben hier unsere Segnungskarte. Nice. Hervorgehobene Einheiten ruhen. Das ist einfach so mächtig. Ne? Diese Karte ist so hart. Du kannst einfach nichts tun, wenn du die rufst und der Gegner hat einfach mal
alle Karten, die er drüben hat, ja, die lohnt sich wirklich, wenn er mindestens drei Karten da liegen hat, ja, dann lohnt die sich abartig, weil er kann sie nicht weiterdrehen, er kann nichts machen mit denen, die sind einfach schlafend. Ihr müsst euch vorstellen, da sind so Ketten drum und ihr könnt sie einfach nicht berühren. Das ist einfach so geil. Und für vier Runden, also eine Runde, zweite Runde, dritte Runde und dann geht sie erst weg, ist schon krass. Dann haben wir haben einen neuen Elf Champion. Da habe ich eh noch nicht so viele von. Sehr nett. Sehr nett. Und wir haben. Oh, eine langweilige sehe ich gerade. Ach nee, warte mal, die habe ich noch gar nicht. Cool, die glitzert. Warte mal. Nimm Kreis, Riesen, bla bla. Oder Spirit vom Ablageschuppel auf die Hand. Nice, okay. Erstmal keine. Und dann darf ich zwei Stück nehmen. Cool. Nette Karte und sie glitzert. Gefällt mir. Sehr nice. Nettes, nettes Booster-Pack. Wir hatten diesmal. Mal sehen, wie können wir das denn hier am besten sortieren? So, so. Die zählt ja nicht mit. So, so. So, so. Und die noch da rein. Und die da hinten hin. Wir hatten nur zwei Destruction. Ne, drei Destruction, bin ich nicht traurig. Wir hatten vier Stormcast. Das finde ich sehr gut, weil meine Freundin spielt ja, wenn es. Ordnung und da möchte ich schon, dass sie viele Karten zur Auswahl hat. Chaos, den spielt ein Kumpel von mir, also von daher spiele ich die weniger. Und dann haben wir noch sehr gut Death, wieder vier Karten, die ich ja, wenn spiele. Sehr nett, also nettes Pack wieder dabei gewesen. Ja, wie gesagt, in den nächsten Videos kommen dann meine Booster Packs für euch. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Spielen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Deck ihr bevorzugen würdet. Ja, danke, ciao.